Triva TV, jetzt wieder als Most mit Nina und Lukas Lasser von Michu Motors und sein eigenes Team Speedhouse, ist ja zurzeit nicht am Start hier. Lukas, gestern Position 4 in Elite 1, wie warst du zufrieden? You've been fourth yesterday in the Elite 1 race. Have you been satisfied with your results? When you finish four, you want more a little bit. So no, my aim was to finish on the podium. With the circumstances of the races, it wasn't possible. But yes, it was a good result for us. We are a small team with very strong guys. And I think with behind the top three teams, we are in a contender for the strong points and strong place. Mit vierten Platz war er nicht so ganz zufrieden, weil wenn du Vierter bist, willst du aufs Podium. Das war halt auch sein Ziel. Leider hat es nicht geklappt. Da kam ja auch die lange Safety-Car-Phase noch dazu. Aber er ist zufrieden mit dem, was dieses kleine Team einfach leistet. Weil da sind andere Teams doch deutlich besser aufgestellt. Jo. Lukas, nochmal zu gestern, die Safety-Car-Phase. Was hältst du davon, wenn die so lang sind, sollte man das Rennen einfrieren, stoppen und dann, weil es so wenig Runden in den Rennen sind, sollte man dann wieder starten an dem Punkt, wo man aufgehört hat? What do you think about those safety cars? Because they really take long time. Do you think, like for example, you should have a red flag instead of the safety car and have a whole race to race? It's complicated because they are oiled in 100 meters on the braking zone outside. Yes, for sure, the safety car stay a long time. My problem was I was fourth, and Fernando did a mistake because he locked up, on this oil. So it was necessary for him to use the small the slow chicane, yeah. And I overtake him. Yeah. And after that, the rules is okay. There are safety car, and the rules is okay. We give the result 1 lap before. So. He are not penalized for this error, and he finished third. So for me, that's the problem of the rules. Because when you did an error, it's necessary to be penalized. And after that, now for the restart, for me, eventually it was better to continue the race. But for safety, it was, yes, for sure, a little bit limit. Er sieht es so ein bisschen anders, weil klar, das Safety Car bleibt hier immer deutlich zu lange draußen. Aber gestern war zum Beispiel das Problem, dass ja viele Fahrer auf dem Öl ausgerutscht sind und dann durch die kleine Schikane abgekürzt haben. Er hatte Fernando zum Beispiel noch überholt. Aber die Regeln sind, wenn das Safety Car draußen ist, gilt das, was eine Runde vorher war. Entsprechend, die Fahrer, die ausgerutscht sind, wurden nicht bestraft. Eigentlich nur die, die es richtig gemacht haben. Und das findet er eigentlich so ein bisschen schlimmer in dem Fall. Ja. Lukas, du teilst dir ein Auto mit Ben Craner. Der hatte so leichten Kontakt jetzt. Kriegt das hin? What do you think about the car? Because Ben had a crash. Do you think that you will manage to get the car ready for your race? I don't know. So I hope. We have a very, very strong guys and a strong mechanics here. So. I'm confident. It's just important, to be sure that all the safety things like wishbone, brakes, pads, and disc were okay or are okay. And if it's okay, yeah, normally it will be possible that I compete with a good car or normal car, So I hope. Also er hofft es, er weiß es noch nicht, weil es ist halt auch einiges kaputt. Und es ist halt wichtig, dass gerade so Sachen wie Bremsen und alles, was für die Sicherheit wichtig ist, richtig funktioniert. Aber das Team ist gut, die Mechaniker arbeiten gut. Er ist zuversichtlich, dass es was wird. Letzte Frage nochmal, Team Speedhouse von Lukas Lasser Racing. Du hast ja mit Andreas Kuchelbacher und Matthias Hauer, hat man ja schon auch interviewt. Wann geht ihr wieder an den Start? When will be the next race for Team Speedhouse? I manage Speedhouse with I have different drivers with Salva in Elite One, Eric Cantal in Valencia, Advait Deodar in Franciacorta, Matthias Sauer
in Bronze Arch, and Matthias will compete in again in Hockenheim and Zolder. And Andreas did a perfect job in como Elite Club Championship. So yeah, the car will be at Hockenheim now, and my aim is to win the championship with Andreas, and to work well with Matthias. Matthias have a very good approach. He's a very nice person, and I think it will be possible again to grow up together. And again, I have under management with Speedhouse Callum Cripps, again in Elite Club, and Callum is very young, and I think it's very good to have him again in Elite Club. When I saw last year, I discovered Advait Deodhar, the Indian guy. I won the championship Elite Club with him, and now he's in the contender, you know, eventually for the title. He was on top three or top five in Elite 2. So with my process, I have a strong process, and I learned this since 25 years, and it's for that again here I manage again the team. So yes, for me it's good. I did again a very strong season last year. I was alone with two mechanics, and we are a contender for the title. So I love this team, sincerely. I love this team. I love this guy. My Speedhouse team, it's in the same approach. It's a racing style and good times, because it's again important to have a good time all together and to share this time together. But at the end, it's important to be professional, you know, and to work all together. So I hope that Hockenheim and Zolder will be strong for Michu Motors and for Speedhouse. Yeah. Also, das Auto ist das nächste Mal in Hockenheim dabei, in Elite Club, und ja, dann mit Matthias Hauer auch wieder in der Elite 2. Bisher ist jetzt jedes Mal eigentlich ein anderer gefahren. In Francia Corta war es Advait, der da gefahren ist und auch eine super Leistung gehabt hatte. Matthias, da lief es nicht ganz so gut in Brands Hatch. Ja. Aber das ist auch ein kleines Team. Und er hat aber auch letztes Jahr, ist Advait schon mit ihm im Elite Club gefahren zum Teil. Und es ist einfach ein starker Fahrer. Und er arbeitet, er liebt es halt auch, in diesen Teams zu arbeiten. Ja. Und er sagt natürlich auch, Elite Club, Andreas, hofft er, dass er ja dann Champion wird. Genau. Lukas, wir drücken dir die Daumen für Michu Motors, für dein Team. Danke, dass du uns Rede und Antwort gestellt hast, und wir hoffen, du bist auf dem Podium. Good luck for your team Michu Motors, for your own team, for yourself, for the next race and the coming races. Danke. Bitte. Bitte, Lukas. Okay. Merci beaucoup. Thank you.